Willkommen, meine lieben Freunde, zu einer neuen Folge der Pokémon Competitive Moveset-Reihe. Heute schauen wir uns das Stahl-Pokémon Mauzinga an. Ein eher kontroverses Pokémon, wobei ich sagen muss, dass ich dieses Pokémon tatsächlich mag. Und deshalb starten wir auch direkt, wobei ihr mal wieder rechts oben in der Ecke abstimmen könnt, welches Pokémon als nächstes drankommen soll. Aber jetzt legen wir wirklich los mit den Fähigkeiten, die man auf Mauzinga haben kann. Und die erste und gleichzeitig beste Fähigkeit auf Mauzinga ist die Fähigkeit Krallenwucht. Denn die Stärke aller Attacken, die den Gegner direkt berühren, wird um 30% erhöht. Und das ist eine richtig gute Fähigkeit. Deshalb empfehle ich eigentlich auf fast jedem Mauzinga-Set diese Fähigkeit. Wobei Mauzinga auch noch die Signature-Fähigkeit Stählerner Wille hat. Das ist die versteckte Fähigkeit. Und das ist auch eine super starke Fähigkeit, weil Stahlattacken auf der eigenen Seite um 50% erhöht werden. Das heißt, in Doppelkämpfen wird es auch von beiden Pokémon erhöht, aber in dem Fall halt in Einzelkämpfen werden Stahlattacken von Mauzinga um 50% erhöht. Und das ist natürlich auch super, super stark, aber da kann halt nur sowas wie Eisenschädel von profitieren. Wenn man Krallenwucht spielt, kann so ziemlich jede Attacke, die man auf Mauzinga spielt, davon profitieren. Deshalb empfehle ich eher Krallenwucht, auch wenn es bisschen weniger ist von der Stärke her, nur 30%, aber es summiert sich letztendlich, wenn man auch die anderen Angriffe dann im Hinterkopf behält. Außerdem hat Mauzinga noch die Fähigkeit Kampfpanzer, die wehrt Volltreffer komplett ab, ist eine ganz lustige Fähigkeit, aber im Vergleich zu den anderen beiden Fähigkeiten ist das natürlich nicht der Rede wert. Weiter geht's dann mit den Statuswerten und da sehen wir vor allem, dass der physische Angriff mit 110 echt gut ist. Jetzt nicht super krass, aber in der Kombination mit Krallenwucht lässt sich da auf jeden Fall richtig gut mitarbeiten. Die physische Verteidigung von 100 ist auch ziemlich solide. 70 im KP-Wert ist auch okay, kann man mitarbeiten, aber der Rest ist halt echt nicht gut. 60 im Spezialverteidigungswert, 50 im Initiativwert, 50 im Spezialangriffswert, das ist jetzt nicht allzu wichtig, aber ja, vor allem die Spezialverteidigung und die Initiative, die lassen dann doch zu wünschen übrig. Und die Sache ist, Mauzinga ist jetzt auch nicht so langsam, dass es ein extrem krasses Bizarro-Raum-Pokémon ist, beziehungsweise fehlt ihm dafür noch ein bisschen mehr offensive Power. Also man kann es im Bizarro-Raum spielen, es ist nicht abwegig, aber es ist halt auch nicht perfekt dafür. Deshalb ist Mauzinga auch nur im Never-Used-Tier, weil es eben bessere Pokémon gibt als Mauzinga. Aber Mauzinga ist da unten auf jeden Fall ein sehr starker Breaker. Deshalb fangen wir direkt mal mit dem allerersten Moveset an. Und das spielen wir entweder mit dem Item Wahlband oder mit dem Item Wahlschal oder sogar mit dem Lebenorb. Eigentlich ist immer Wahlband die Option, die man auf Mauzinga spielen sollte, weil man dadurch seinen Angriff nochmal um 50% erhöht. Muss ich natürlich auf eine Attacke locken, aber das ist jetzt nicht allzu schlimm bei Mauzinga, weil man sowieso meistens nur eine Attacke die ganze Zeit spammen möchte. Und deshalb kann man auf jeden Fall hier Wahlband richtig gut spielen, weil wenige Pokémon in einen Wahlbandangriff reinkommen wollen. Man kann auch sich für Wahlschal entscheiden. Problem ist, Mauzinga ist trotzdem super langsam und es wird immer noch Pokémon geben, die schneller sind. Aber um so ein paar Überraschungskills zu holen, kann Wahlschal auf jeden Fall eine gute Option sein, weil man trotzdem immer noch guten Schaden macht. Und zu guter Letzt, Lebenorb ist halt immer eine Option auf so einem Set, aber ich würde immer sagen, dass Wahlband eigentlich das beste Item ist. Vor allem mit den Attacken Eisenschädel, Nahkampf, Kehrtwende und auf dem letzten Slot lässt sich eigentlich alles spielen. Wobei ich hier auf Knirscher tendieren würde, um sowas wie Echnatoll zu treffen oder auch andere Geist-Pokémon, das kann auf jeden Fall praktisch sein. Man kann auch über Knuddler nachdenken, Next Strike, natürlich auch nochmal eine Unlichtattacke, Mogelhieb wäre auch tatsächlich eine Option, vor allem auf dem Leben-Orb-Set kann man das dann ganz gut spielen. Aber ja, da müsst ihr letztendlich sehen, was euch in diesem Team fehlt, wogegen ihr Probleme habt. Letztendlich gibt es da einige Optionen, die man spielen kann, aber man wird halt meistens sowieso einfach nur Nahkampf, Kehrtwende und Eisenschädel einsetzen. Und natürlich hat by the way Mauzinga noch viel mehr physische Angriffe, ich meine Samenbomben, Mülltreffer oder auch Dunkelklaue, wobei das jetzt nicht wirklich die beste Option ist, vor allem wenn man sowas wie Knirscher haben kann, aber letztendlich hat Mauzinga eben viele physische Angriffe, deswegen wollte ich die alle mal erwähnt haben. Man kann da relativ viele nutzen, aber ich würde mich am Ende des Tages sehr wahrscheinlich für Knirscher
Knuddler oder Mogelhieb entscheiden. Wobei Mogelhieb nicht unbedingt auf dem Wahl-Item-Set. Weiter geht's dann mit den EVs und mit dem Wesen. Wir spielen hier ein frohes Wesen, also plus Initiative, minus Spezialangriff, volles Init-Investment, volles Angriffsinvestment und die letzten 4 in KP. Die Sache ist nämlich die, Mortzinger ist natürlich relativ langsam, aber mit dem Init-Investment kann man auch defensive Pokémon outspeeden und man will halt schneller sein als defensive Pokémon, die vielleicht einen höheren Base-Init-Wert haben als Mortzinger, aber sehr wahrscheinlich kein Init-Investment spielen werden, weil sie ja defensiv sind. Deshalb kann ich eben dieses Investment auf jeden Fall so empfehlen, aber ihr könnt auch darüber nachdenken, volles KP und volles Angriffsinvestment zu spielen und dann vielleicht sogar ein mutiges Wesen und dann zack, Mortzinger in ein Bizarro-Team reinwerfen, ist auf jeden Fall eine Option. By the way, ist auch auf dem Leben-Offset noch Schwertanz eine Option, man kann drüber nachdenken, ist aber nicht wirklich notwendig, aber ich wollte es mal erwähnt haben. So viel dann auch zum allerersten Moveset, dann kommen wir auch zum zweiten Moveset, das unterscheidet sich jetzt nicht extrem vom ersten Moveset und zwar spielen wir hier ein Offensiv-Westen-Set, um einfach unsere Spezialverteidigung ein wenig aufzubessern und trotzdem noch ganz gut reinzuhauen mit unseren physischen Angriffen, denn wir haben natürlich weiterhin 4 Angriffsattacken, müssen wir natürlich auch spielen mit einem offensivfesten Set. Und zwar haben wir hier weiterhin Eisenschädel, Nahkampf, Kehrtwende und ich würde jetzt hier tatsächlich sogar auf Mogelhieb tendieren oder Knirscher. Das sind so die beiden Optionen, die man hier spielen kann. Und zum Investment ist es letztendlich so, dass man hier voll in KP investieren kann, voll in Angriff und die letzten 4 in Initiative. Die letzten 4 in Init einfach nur, um schneller als andere 50er Base Speed Pokémon zu sein oder andere Mautzinger, die kein Init Investment haben. Wobei man auch hier mehr in die Initiative reinpacken kann. Man kann auch darüber nachdenken, statt den KP das Ganze in Spezialverteidigung zu investieren. Aber es ist trotzdem praktisch, selbst mit dem offensivfesten Set das Ganze in KP zu investieren. Einfach auch noch, um auf der physisch-defensiven Seite den einen oder anderen Angriff ganz gut zu überleben. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es das beste Set auf Mautzinger ist, weil das Wahlband-Set einfach super hart reinböllert und als Breaker am besten funktioniert. Deshalb empfehle ich dieses Set auf jeden Fall am meisten. Ja, und so viel eigentlich auch schon zu Mautzinger. Ein eher einseitiges Pokémon, muss man leider so gestehen. Aber man kann natürlich trotzdem mit so einseitigen Pokémon relativ erfolgreich sein. Vor allem, wenn man ein gutes Team drumherum baut. Aber erstmal schauen wir uns die Checks und Counter an, die es für Mautzinger gibt. Und da hätte man sowas wie Echnator, was ich bereits erwähnt habe. Natürlich, das muss so ein bisschen auf Knirscher aufpassen. Aber wenn Mautzinger halt gewahlbandelt ist oder jetzt in Attacke gelockt ist, auch durch einen Wahlschall oder so, dann kann Echnator in den meisten Fällen ganz gut reinwechseln. Vor allem, wenn Mautzinger auf Nahkampf gelockt ist. Und Echnator hat natürlich auch die Fähigkeit, um Mautzinger die Fähigkeit wegzunehmen, denn Echnatoll hat ja die Fähigkeit Mumie und wenn Mautzinger Echnatoll berührt, sei es jetzt mit einem Eisenschädel oder sogar mit einem Knirscher, weil ein Knirscher wird Echnatoll überleben, dann verliert Mautzinger halt die Fähigkeit, solange es nicht rauswechselt. Außerdem hat Echnatoll natürlich auch sowas wie Irrlicht und so weiter und so fort, also ja, da muss es ein bisschen vor aufpassen. Sanaconda lässt sich erwähnen, Step-Boden-Attacke, haut natürlich gut gegen Mautzinger rein und hat natürlich auch gute Verteidigungswerte. Flamara ist natürlich ein Feuer-Pokémon, was richtig guten Schaden machen kann und Mautzinger ebenfalls weghauen kann. Lanturn hat natürlich eine Resistenz gegenüber Eisenschädel, wobei es jetzt auch nicht unbedingt in dein Wahlband Eisenschädel so easy reinkommt. Aber ist natürlich auch noch von Natur aus schneller, hat ein Siedewasser, kann verbrennen, was auch nicht schlecht ist. Wobei Lanturn meistens trotzdem langsamer sein wird als Mautzinger, weil die wenigsten Init-Investment spielen. Dann hätten wir noch Baldurfisch, hat natürlich Resistenzen gegen 2 bzw. 3 Angriffe, die man immer auf Mautzinger spielt. Eisenschädel, Nahkampf, Kehrtwende, hat noch Bedroher im Set und so weiter und so fort. Dann lässt sich noch Castadur erwähnen. Die Sache ist natürlich, Mautzinger hat Nahkampf, aber wenn es ein Wahl-Item spielt, muss man halt auch erstmal Castadur mit einem Nahkampf predikten. Und wenn man halt in einen Eisenschädel reinkommt, das wird halt gar keinen Schaden machen gegen Castadur und man bekommt halt diesen zusätzlichen Eisenstachelschaden, den Mautzinger auch nicht so nice findet. Also ja, Castadur kann tatsächlich in relativ vielen Fällen das Matchup gegen Mautzinger gewinnen. Außerdem lässt sich Capoeira erwähnen, ebenfalls Bedroher, ist ein Kampf-Pokémon, böllert gegen Mautzinger rein. Und dann hätte man noch Pumpkin, vor allem wenn es in Nahkampf reinkommt, ne? Ein Geist-Pokémon ist ja klar, hat auch Irrlicht und so weiter und so fort. Also ja, das ist ebenfalls eine ganz solide Antwort gegen Mautzinger. Aber man muss sagen, wenn Mautzinger den richtigen Angriff
einsetzt, dann wollen auch wirklich wenige Pokémon sicher in so einen Walband-Mozzinger reinwechseln. Deshalb gibt es natürlich auch einige starke Partner-Pokémon für Mozzinger, um diesen Breaker noch besser im Team zu nutzen. Und zwar hätte man sowas wie Echnatol. Echnatol ist nicht nur ein guter Check, sondern auch ein gutes Partner-Pokémon. Auch hier, wie gesagt, man kann über ein Bizarro-Raum-Set nachdenken. Echnatol ist auf jeden Fall so ziemlich der beste Bizarro-Raum-Nutzer im Never-Used-Tier. Deshalb lässt sich das machen, auch wenn Bizarro-Raum im Never-Used-Tier vielleicht nicht so stark ist wie in anderen Tiers. Aber es lässt sich definitiv umsetzen. Schlapfell lässt sich erwähnen, ergänzt sich sehr gut mit Mozzinger, vor allem was die Schwächen angeht. Zenlong ist natürlich auch so eine Sache, beziehungsweise generell Drachen-Pokémon, weil Mozzinger kann einfach jegliche Fee komplett zerstören. Und das finden natürlich Drachen-Pokémon super nice und dazu gehört halt auch Zenlong. Das heißt, so ein spezieller Breaker und so ein physischer Breaker ist auf jeden Fall nicht blöd, diese beiden zu kombinieren. Weiterhin lässt sich Legios erwähnen. Kampf-Pokémon kümmert sich natürlich auch um ein paar Probleme, die Mozzinger haben kann, aber eigentlich ist es genau andersherum, denn Legios ist ein Pokémon, was sweepen möchte und da ist natürlich so ein Breaker richtig, richtig gut, weil so ein Breaker wie Mozzinger kann Checks für Legios weghauen. Vor allem natürlich Feen-Pokémon, was super nice ist. Des Weiteren lässt sich Frostedia erwähnen, ne, Stachler-Support ist auch nicht blöd, Eis-Pokémon gegen einige Checks ist natürlich auch nicht schlecht, deshalb kann ich das nur empfehlen. Baldurfish, auch ein gutes Partner-Pokémon, nicht nur ein guter Check. Wieder die Typenkombination ist ganz praktisch für Mozzinger, weil sowohl Kampf- als auch Feuerattacken resistiert werden. Keifel, ebenfalls ein gutes Partner-Pokémon für Mozzinger, genauso wie Marithelit. Vor allem der Klebenetz-Support ist für ein Walband-Set insane nice, deshalb kann ich das nur empfehlen. Und des Weiteren lässt sich noch Golgantis erwähnen. So viel dann aber auch zu Mozzinger. Ich hoffe natürlich, dass euch das Ganze gefallen hat. Wie immer, Bewertungen und Kommentare sind sehr gern gesehen. Bis zum nächsten Mal und ciao.